Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone. Wir spielen heute wieder mit dem Hexenmeister. Wir müssen nämlich noch ein bisschen questen. Und ich wollte euch noch was Cooles zeigen. Und zwar, wusstet ihr schon, dass die Heldenfähigkeit. Habt ihr es gesehen? Jetzt ist es verschwunden. Aber habt ihr gesehen, ich hatte die Heldenfähigkeit vom Jäger da. Aber die hier den. Zuverlässiger Schuss. Ja, wenn ich jetzt zurückgehe. Nö. Ja, keine Ahnung. War irgendwie ein kleiner Bug. Auf jeden Fall war hier gerade gleich am Anfang zuverlässiger Schuss. Geiler Fail. Aber egal. Lass uns starten. Nur das ist mir gerade aufgefallen und ich denke, wenn ich in der Aufnahme bin, dann kann man so ein Fail doch mal aufnehmen, oder? Wäre ich bloß mal nicht rübergegangen, dann hättet ihr es länger sehen können. Aber gut, es war schon bei meiner ganzen Anmoderation. Also, ihr könnt ja switchen. Bisschen spulen und dann seht ihr das. Auf jeden Fall läuft. So, und wie versprochen, möchte ich ja noch von dem Grand Tournament ein paar Päckchen kaufen, wenn es soweit ist. Und deswegen wollen wir doch noch mal ein bisschen Asche machen hier. Ja? Wenn ihr wisst, was ich meine. Und da sollen mir die Gegner jetzt mal nicht auf die Eier gehen, denn wir wollen hier straight durchziehen, ein paar Wins machen. Teutz gegen Matze. Okay, ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, wie ist das bei euch so? Ich zocke eigentlich grundsätzlich immer ranked, weil ich will die Siege haben, um irgendwann mal einen goldenen Hero zu bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist genug Arbeit. Da brauche ich nicht, wenn ich die unranked mache, mal abgesehen davon, dass ich die Gegner da nicht leichter finde, sondern oft das Gefühl habe, da sind sogar noch härtere und das ist da unsortierter. Will ich ja irgendwann mal zum Ziel kommen, hier einen goldenen Hexenmeister oder was weiß ich was zu haben. Ne? Ich glaube, ich habe gerade noch 150 Siege mit dem im Ranked. Also da ist ja noch ein Haufen, ein dicker, fetter Haufen Arbeit vor mir. Ja, und jetzt habe ich wieder einen inaktiven Gegner. Jo. Machen wir mal so. Dann machen wir das doch mal hier. So. Und wenn ich wette, er wird bestimmt in seinem Deck haben, dass er eine Kreatur kopiert, wenn ich sie rausbringe. Und dass er die Kreatur, die stirbt, zweimal auf die Hand bekommt. Ja. Und deswegen, das wollen wir gleich mal austesten, indem wir hier das machen. Und dann spielen wir den hier. Und, okay, dann hat er das eine, was ich dachte, nicht. Und den hier spielen wir auch noch. Und dann schauen wir mal, was er jetzt als nächstes bringt. Ach so, ja dann. Greifen wir mal als erstes hier mit so einem Luschen Ding an. Scheiße. Das war eigentlich auch geil für ihn hier. Aber egal, wir machen das jetzt mal hier. Und alles in seine, in die Fresse rein. Das läuft bisher sehr gut, weil selbst wenn er in Runde 7 Feuersturm machen möchte, Feuerstoß, sorry, dann spiele ich in Runde 6 Lotte raus, dann kann er das nämlich nicht machen.
Da kann er sich krumm stellen oder was auch immer. Oh, sehr geil. Jetzt kriegt er den zweimal auf die Hand, aber das wird ihn, glaube ich, ehrlich gesagt schon jetzt nicht mehr retten können. Das sieht nämlich ganz, ganz böse aus, was er hier sich hier zurechtgespielt hat. Also ich wüsste nicht, wie er das jetzt noch drehen soll. Nee, ganz ehrlich nicht. So, wie machen wir das? Scheiße. Egal. Ach so, genau, ich wollte ja das machen, ja. Das werde ich auch so machen. So, und dann soll er mal zeigen, was er jetzt zu bieten hat, wenn er keinen Feuerstoß machen kann. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ja, das ist doch schon die Niederlage. So, ja, das war's. Das war die erste Runde. Das war doch mal ganz souverän weggenatzt. Da hat der Lotleb doch was gebracht, Lotheb. Und dann hauen wir doch gleich die nächste Runde rein. So, 100er Quest, fertig gemacht. Sehr geil. Und jetzt können wir gleich noch den anderen schaffen, wenn es ein Sieg wird. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Wie ihr seht, hatte ich jetzt auch zwei Sachen geändert. Ich habe jetzt Loadheap und ja, also die eine Sache habt ihr nicht gesehen, aber ich habe Loadheap und Dr. Boom drinne. Und dafür hatte ich einmal den Flammenwichtel rausgenommen und was hatte ich denn da noch rausgenommen? Irgendwas Teures, glaube ich. Jo. Genau, Verteidiger von Argus. Für die, die das Deckguide von mir gesehen haben, könnt ihr ja auch so ändern, wenn ihr das möchtet. Aber gerade im Late Game, wie ihr eben gesehen habt, kann das manchmal richtig was bringen. Ich konnte im Prinzip den Konter von ihm auskontern. Eben nur durch diese Karten oder durch Lotheb. Und das kam schon sehr gut eben. Ach, mein Mauspad nervt mich hier gerade. Jo, was für eine Karte wird er da wohl wieder haben? Vielleicht dasselbe wie eben, oder diesmal hat er vielleicht wirklich das, dass er eine Kreatur kopiert. Das denke ich doch schon. Okay. Machen wir das mal so.
Jo, das dachte ich mir bereits. Schade, schade. Das hätte auch ruhig die Kreatur mal treffen können. Bitte jetzt? Oh, verdammt, der Lacker. Verdammt. Schade, das war ein bisschen ätzend. Vor allem, wenn er da jetzt das hat, dass er die zweimal auf die Hand bekommt, dann hätte er eine richtige Lappenkreatur zweimal auf die Hand bekommen. So habe ich jetzt das Problem, dass er mein Dings wegknallen konnte. Ja, scheiße, das ist ein bisschen nervig. Hauen wir den mal weg. So, aber die Runde läuft wieder sehr gut. Selbst wenn er in diesem Fall einen Flammenstoß hätte, dann würde er mir zweimal eine 4-4er machen. Das wäre auch schon ziemlich hart, ey. So, ich werde jetzt aber auch kein weiteres Risiko gehen. Ich lasse ihn jetzt erstmal machen und ich selber ziehe mal wieder ein paar Karten. Ich meine, er muss kommen, er muss irgendwas tun. Und so wird das sicherlich nichts. Kann man machen. Okay. Okay, sollte man es auch machen. Ja, warten wir einfach mal weiter ab. Das ist schon alles in Ordnung so. Okay, noch kein Flammenstoß, aber ich habe jetzt sowieso nur einen einzigen Zauber. Was soll ich großartig dagegen tun? Er hat mich aber auch schon ganz schön runter, ne? Wenn ich den jetzt zum Schweigen bringe. Ah, das dachte ich mir fast. Scheiße. Egal. Warten wir mal ab, was jetzt als nächstes kommt. Oh nee, nicht dein Ernst. Ach, scheiße. Ja, seht, Lordheb. Ist halt geil. Ich meine, nicht umsonst habe ich ihn in meiner Top-Liste auch auf Platz 4 gepackt. Er hat im Prinzip jetzt hier beide Spiele entschieden, ne? Ah, egal, was soll man sagen? So ist es halt. So ist es halt. Und ja. Wenn ihr Lothep habt, nehmt ihn auch immer schön rein. Wie ihr seht, das Teil ist einfach gut. Wenn er den jetzt nicht gehabt hätte, dann hätte ich ihn weggehauen. Aber so war es eben. What the fuck? Ne? Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Abonniert meinen Kanal
und gebt mir einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Und ciao.